Ich bitte um einen großartigen Auftrittsapplaus für Jakob Etzel von Predictor. Zwei Minuten, ich werde dir dann bei 30 Sekunden ungefähr anzeigen, diese 30 Sekunden, und dann nach zwei Minuten wird Renato langsam mit Musik hochfahren, sodass du weißt, dass deine Pitch-Time vorbei ist. Die Bühne gehört dir. Zwei Minuten, bitte. Die Uhr wird gestoppt, kein Problem. Es ist immer gut, wenn wir zuerst alles Technische testen. Ja, also mein Name ist Jakob Etzel, freue mich auch auf der TU wieder zu sein. Das ist meine Alma Mater. Muss gestehen, war schon länger nicht mehr hier. Funktioniert alles? Schau mal, ob es einmal, klick einmal fort. Ja. Das schaut sehr gut aus. Jetzt laufen die zwei Minuten. Just a very short question. Are there any English-only speakers here? That's not the case. So bleibe ich bei Deutsch. Mein Name ist Jakob Etzel. Ich möchte mit Ihnen heute über Banken sprechen. Über das moderne Bankgeschäft, und zwar das Bankgeschäft von Privatkunden. Und ich möchte mit Ihnen ganz konkret über Luca sprechen. Luca ist 29, hat ein paar finanzielle Träume, die er sich schon erfüllt hat. Ein paar andere Wünsche gäbe es da noch. Und er hat eine Bank, und die Frage ist, ob die Bank, die er mit ihrem Geschäftskonto zwar noch Umsätze macht, aber mit den Girokonten der Kunden keine Margen mehr hat, es schafft, diese Wünsche von Luca und von ihren anderen Kunden zu finden. Ja, und wenn das Online-Banking wirklich gut wird und der Kunde keinen Grund mehr in die Filiale zu gehen hat, dann tue ich mir als Bankberater sehr schwierig, dass ich mit Luca oder mit einem anderen Kunden noch ins Gespräch komme und von diesem Haus, von diesem Mercedes, den er sich oder die anderen Kunden wünschen, erfahre. Damit beschäftigen wir uns in der Firma Predictor. Wir sind ein Team aus Mathematikern und Softwareingenieuren, die eine Cashflow-Forecasting-Technologie entwickelt haben. Wir können die Kontostände von Privatkunden vorhersagen, bieten das als eine Lösung für Banken an. Wir arbeiten hier zum Beispiel in Österreich mit der Erste Bank auf Gruppenebene zusammen und helfen der Bank, dass die im Online-Banking durch diesen Forecast wieder in das Gespräch mit ihren Kunden kommen können. Das heißt, ich muss nicht in die Filiale gehen, damit mein Bankberater von mir erfährt, was ich mir wünsche, sondern in meinem Forecast klicke ich hinein und spiele Szenarien durch. Da kann man auch einmal simulieren, wie das ist, wenn man sich hier ein Auto leasen möchte. Und für die Bank bedeutet das, dass mein Kunde nicht zum Car-Dealer geht und dort den Vertrag bekommt und gleich unterschreibt, sondern dass ich eine Chance habe, ihm zu zeigen, ich habe nicht nur eine gute Kondition, sondern ich gebe dir auch eine Serviceleistung, passt das überhaupt in deine finanzielle Verhältnisse und wie können wir deinen Wunsch lösen? Wir sind ein Wiener Team, wir haben unseren Sitz hier, wir haben in den letzten zwei Jahren einen Haufen Wettbewerbe mit unserer Idee auch gewonnen, habe hier nur die wichtigsten Sachen aufgezählt, ein technisches Team. Und wir wollen in der Zukunft zeigen, dass man mit Predictive Technology ein neues Bankerlebnis machen kann, jetzt schon für Privatkunden und in der Zukunft auch für Firmenkunden. Vielen Dank. Grandios, ein starker Applaus für Predictor. Dankeschön, Jakob Etzel.